Herzlich willkommen zu den 10 häufigsten Fehlern beim Barschangeln mit dem Gummifisch. Los geht's mit Platz 10, die falsche Angelrute. Angeleinsteiger verwenden leider häufig Angelrouten, die zum Barschangeln eher ungeeignet sind. Die meisten kaufen sich zuerst eine Angelrute und überlegen sich erst hinterher, welche Köder sie denn eigentlich angeln möchten. Sie gehen ins Angelgeschäft und kaufen sich eine Allround-Rute. Das sind Ruten mit einer Länge von ungefähr 2,40 Meter mit einem mittleren Wurfgewicht von 10 bis 40 Gramm. Damit decken sie ein sehr breites Wurfgewichtsspektrum ab, aber nicht das Spektrum, was wir zum Barschangeln eigentlich brauchen. Werfen wir mal gemeinsam einen Blick auf die Köderpalette, dann wird das klar. Los geht's mit den Barschködern. Die haben eine Länge von 5 cm für kleine Barsche, 6 cm für mittlere Barsche und 7 cm für große Barsche. Allround-Köder haben für mich persönlich eine Länge von 7,5 cm. Damit kann ich gleichermaßen sehr große Barsche, Zander, aber auch Hechte fangen. Wer es auf Zander abgesehen hat, der verwendet Köder mit einer Länge von 10 bzw. 12,5 cm. Und wer ausschließlich auf Hechte angelt, der verwendet 15 cm Köder. Mit der meistverkauften Allround-Rute mit einem Wurfgewicht von 10 bis 40 Gramm deckt man etwa diesen Bereich hier optimal ab. Was man am Anfang aber eigentlich bräuchte, ist mindestens eine Allround-Rute, die den unteren Bereich, also die Barschköder, noch mit einschließt oder eine Barschrute, die perfekt für die kleinen Köder geeignet ist. Wenn die Allround-Rute zu schwer ist, habt ihr Schwierigkeiten, kleine Köder zu werfen, vernünftig zu führen, Bisse zu erkennen und die Barsche zu drillen. Deshalb lautet mein Tipp, wenn ihr euch eine Allround-Rute kauft, achtet darauf, dass das Wurfgewicht nicht zu hoch ist, sodass ihr damit auch noch die kleinen Köder fischen könnt. Oder kauft euch gleich eine Barschrute. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, die perfekte Rute für sich zum Angeln zu finden. Und da hat ja jeder Hersteller auch sein eigenes Konzept dabei. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, unsere eigene Barsch-, Allround- und Zanderroute zu entwickeln. Im Moment befinden wir uns im Stadium 4, also wir haben den vierten Prototypen unseres Allround-Modells. Das ist noch lange nicht fertig, da muss noch einiges verbessert werden. Aber das ist schon sehr, sehr gut geeignet, um genau das Spektrum abzudecken, was ich damit auch abdecken möchte. Und du hast jetzt die Chance, diese Route zu gewinnen. Wenn du sie gewinnen möchtest, dann schreib mir deine persönliche Lieblingsköder-Erfolgsstory jetzt unten in die Kommentare. Wenn das nächste Video online geht, werde ich den Gewinner bekannt geben. Es ist ein Unikat. Ich habe wirklich nur eine einzige. Die ist dann auch schon gefischt, wenn du sie gewinnst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Weiter geht's mit Platz Nummer 9. Der Köder ist zu groß. Es gibt Angeleinsteiger, die angeln deutlich zu große Köder und beginnen das Raubfisch- bzw. Barschangeln mit einem 10 oder 12,5 cm großen Gummifisch. Das kann daran liegen, dass man das in den Videos von Angelprofis so vorgemacht bekommt und da nehme ich mich selber auch gar nicht aus. Wir haben ja auch damals zum Beispiel den 47er Barsch von Jeanette hochgeladen auf den 10 cm Mr. White. Ist das ein Fetter? Aber im Gegensatz zum Angeleinsteiger, dem es ja um Frequenz geht, hat es der Angelprofi auf Größe abgesehen. Das heißt, er reizt die Ködergröße auf ein Maximum aus, um die kleinen Barsche, mittleren Barsche, großen Barsche auszuschließen und gezielt die allergrößten Barsche in seinem Gewässer zu fangen. Das kann man so machen, dafür braucht man aber viel Ausdauer, Erfahrung und Können. Meine Empfehlung ist also, angelt bloß nicht zu groß. Fangt am Anfang wirklich mit den 5 cm Lieblingsködern an. Fangt erstmal viele Barsche. Wenn das dann gut klappt, dann wechselt ihr vom 5 cm Lieblingsköder auf den 6 cm Lieblingsköder. Ihr werdet hier bereits feststellen, dass ihr deutlich weniger ganz kleine Barsche fangt und die Durchschnittsgröße größer wird. Und wenn das auch gut funktioniert und ihr wisst, wo sich die mittleren Barsche aufhalten, dann verwendet den 7 cm Lieblingsköder. Das ist eine ordentliche Beute für große Barsche zwischen 30 und 40 cm. Damit schließt ihr die ganz kleinen Barsche der unteren Etage fast vollständig aus. Sunny 6 cm? Ich glaube, das könnte klappen. Hier zum Beispiel haben die kleineren Barsche Schwierigkeiten, den 6 cm Sunny einzusaugen. Und wir geben dadurch dem größeren Barsch die Chance für den Biss. Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schaut euch unbedingt die 8. Folge der Lieblingsköder-Angelschule an, gezielt auf große Barsche vom Ufer. Platz Nummer 8, die falsche Hakengröße. Ich beobachte bei Angeleinsteigern immer wieder, dass sie einen Jig-Haken verwenden, der entweder viel zu groß oder viel zu klein ist. Ist euer Jighaken zu groß, verhindert das, dass der Barsch euren Köder einsaugen kann. Er stößt sich am Haken und bekommt ihn nicht ins Maul.
Ist euer Jig-Haken zu klein, bekommt der Barsch euren Köder zwar eingesogen, aber ihr riskiert, dass ihr den Fisch nicht sicher hakt und im Drill verliert. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht. Ja. Nein. Nein. Verwendet deshalb für euren Gummifisch immer den passenden Haken. Damit man sich das jetzt nicht merken oder abschreiben muss, haben wir jeweils auf unsere Köder- und Jig-Kopftüten draufgeschrieben, welcher Haken zu welcher Ködergröße passt. Platz 7, das falsche Jig-Kopfgewicht. Euer Jig-Kopf ist dafür verantwortlich, wie schnell oder langsam euer Köder zum Grund sinkt. Je leichter euer Jig-Kopf ist, desto langsamer sinkt euer Köder zum Grund und je schwerer der Jig-Kopf ist, desto schneller ist die Absinkphase. Beim Barschangeln kann es gewollt sein, dass euer Köder langsam absinkt. Das ist dann wie beim Zanderangeln. Also man nimmt dann ein durchschnittliches Gewicht, ich sag mal 3, 4 oder 5 Gramm und bekommt dann eine sehr, sehr langsame Absinkphase. Das funktioniert super im Frühjahr oder auch im Winter, wenn die Barsche nicht allzu aktiv sind. Und dann gibt es noch das sogenannte Überbleitefischen. Und das ist etwas, das kann ich jedem Angeleinsteiger nur empfehlen, denn gerade im Sommer, im frühen Herbst, im späten Frühjahr funktioniert das hervorragend. Überbleitfischen heißt, ihr wählt euren Bleikopf schwerer, als ihr ihn eigentlich wählen müsstet. Die Barsche mögen das, wenn der Köder etwas schneller zum Grund runterrauscht. Der tockt dann unten auf den Grund auf, macht dabei vielleicht noch so eine kleine Wolke und das macht die Barsche verrückt. Also keine Angst vor schnellen Ködern, zumindest keine Angst vor etwas zackigeren Absinkphasen beim Barschangeln. Das ist mein Tipp und gleichzeitig habt ihr dadurch natürlich eine viel, viel bessere Köderkontrolle. Also ihr spürt viel besser, was euer Köder macht, ob euer Köder gerade am Grund aufgesetzt hat, ob ihr vielleicht eine Attacke bekommen habt, probiert das unbedingt aus. So, ich nehme jetzt Sunny Lemon in 6 cm. Also wie gesagt, 6 cm ist die Zwischengröße für mittlere Barsche. Brauchen hier nicht 20, 30 kleine, sondern wir wollen ein, zwei mittlere Fische fangen. Ihr seht immer, dass der Haken zum Köder passt, wenn hier dieses Symbol die gleiche Farbe hat. Normalerweise würde ich jetzt im stehenden Gewässer wie hier 4 Gramm verwenden. Habe ich auch in den letzten Folgen der Lieblingsköder-Angelschule immer wieder so erwähnt. Ich habe allerdings ganz häufig jetzt gemerkt, dass Angeleinsteiger tendenziell zu leicht fischen und sich damit selbst das Leben schwer machen, keine gute Köderkontrolle haben und beim Barschangeln weniger Fische fangen. Dann nehmt lieber 6 Gramm, also beharrt nicht auf dem leichten Gewicht. Nehmt lieber 6 Gramm oder von mir aus auch 8 Gramm. Hauptsache, ihr habt am Anfang erstmal Köderkontrolle. Ihr merkt, was euer Köder macht. Ihr merkt, ob euer Köder am Grund aufsetzt, ob ihr einen harten Grund habt oder einen weichen Grund habt und vor allem natürlich, ob ihr gerade einen Biss bekommen habt. So, 6 Gramm Haken, auf der einen Seite steht die Größe, in dem Fall Größe 0, auf der anderen Seite steht das Gewicht, 6 Gramm. Ja? 4 Gramm würden hier völlig ausreichen. Ich angle jetzt ganz bewusst über Bleit, um euch das einmal zu zeigen. Ich ziehe den kurz auf und dann geht's los. Mehr mache ich hier nicht, also kein Stahlvorfach oder Wirbel oder irgendwas. Snaps in der Größe S, die kleinsten, die passen da perfekt dazu. Und dann kann es schon losgehen. Okay. Der Wind drückt hier ordentlich von der Seite. Deswegen erstmal Schnurbogen rausklopfen. Rutenspitze zum Wasser. Oh. Fisch. Alter Schwede. Oh, das gibt's doch gar nicht. Leute. Oh, 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 das könnte durchaus ein kleiner Hecht sein. Leute, ich habe gerade ausgeworfen. Schießt ihn. Das ist ein kleiner Hecht. Oh, nee. Der, ach, guck mal, der hängt ganz außen. Ey, Leute, ist das herrlich. Ausgeworfen, absinken gelassen. Bumm, der erste Fisch. Perfekt. So, jetzt aber noch ein Barsch. Wegen dem sind wir hergekommen. Also, das ganze Spiel nochmal, ich werfe aus. So, jetzt merke ich, dass ich unten bin. Oh ja, das konnte man jetzt eindeutig sehen. Ne? Das war der Biss. Ach, herrlich. Ah, der Wind, der drückt brutal. Ich muss noch schwerer angeln, Chris. Noch schwerer, das reicht noch nicht. Wow, richtig guter Fisch. Alter Schwede, das ist kein Barsch. Nee, das ist kein Barsch. Das ist irgendwas ganz Großes. Eieiei. Hecht. Wow, 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 wow. So, jetzt bloß nicht zu viel Druck. So, deswegen haben wir die Route jetzt nämlich nochmal überarbeitet, den Prototypen, damit du wirklich viel Spiel hast. Weil wir gemerkt haben, mit diesen ganz schnellen, extrem straffen Routen
verlierst du viel mehr Hechte, wenn du ein Fluorocarbon-Vorfach fischst, als wenn deine Rute ein bisschen Spiel hat. Nicht so viel Druck machen. Da ist er. Wow. Schöner Hecht. Papam. Richtig schöner Hecht. Wie gesagt, Brutfische, Barsche und dahinter die Hechte. Sunny Lemon, 6 cm mit einem 7 Gramm Kopf. Komplett weggeschlürft. Herrlicher Fisch. Oh. Weg ist er. Perfekt. Vorfach ist okay. Wir machen jetzt noch einen Wurf. Also, einmal hier rüber schlenzen. Wie gesagt, Flachwasserbereich. Und dann, da war der Biss. Ja. Da war gerade ein Biss. So, wenn das hier natürlich kleine Barsche sind, dann haben die Schwierigkeiten, bei so einem schweren Jigkopf den Köder zu nehmen. Aber wegen den kleinen Barschen sind wir auch nicht hergekommen. Wir wollen ja hier einen mittleren fangen, deswegen haben wir den 6 cm Lieblingsköder drauf. Hatten wir schon erwähnt, wie wichtig Timing ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein? Fisch, ja. Herrlich. Kämpft ganz schön. Oh nein, wie ist das wieder ein Hecht? Barsch, jawohl. Leute, da ist er. Ja, Baby. Wunderbarer mittlerer Barsch. 7 Gramm Kopf, Sunny Lemon. Jetzt bin ich richtig happy. Leute, das sind die Barsche, für die man ans Wasser geht, oder? Mein Tipp lautet, verwendet besonders am Anfang einen Jigkopf, der lieber etwas schwerer ist, denn das Allerwichtigste ist Köderkontrolle. Platz 6, schlechte Montage. Unser Gummifisch besteht immer aus zwei Teilen, aus dem Jigkopf und dem Gummiköder. Zieht ihr den Köder falsch auf, läuft er nicht sauber und ihr bekommt weniger Bisse. Um ihn sauber aufzuziehen, setze ich die Hakenspitze vorne mittig an der Lippe an. Also nicht in der Stirn, sondern wirklich an der Lippe. Jetzt schiebe ich den Gummifisch mit der linken Hand über den Haken, verpasse ihm eine 180-Grad-Drehung, schiebe ihn über die Hakenspitze drüber und so sollte er dann montiert aussehen. Der Haken muss mittig im Köder sitzen und zur Hälfte aus dem Rücken herausgucken. So läuft er perfekt und wird die Barsche verrückt. Oh, der ist gut. Und deshalb lohnt es sich, den Köder sauber zu montieren. Dann klappt das nämlich auch mit den Barschen. Herrlicher Fisch, oder? Klasse. Platz 5. Ständiger Köderfarbenwechsel. Viele Angeleinsteiger wechseln zu oft den Köder und zu selten den Angelplatz. Wir stellen uns jetzt mal vor, dass wir 10 Angelplätze haben. An zwei Stellen halten sich Fische auf. Der Angeleinsteiger geht zum ersten Platz und wechselt ununterbrochen seinen Köder. Was aber viel wichtiger wäre, wäre die Angelstelle zu wechseln und die Fische aktiv zu suchen. Damit ihr euch komplett auf die Wahl des Angelplatzes konzentrieren könnt, haben wir die Wettermethode entwickelt. Die Wettermethode ist ein einfaches Farbauswahlsystem mit den 4 Zuständen. Klares Wasser mit Sonne oder Wolken und trübes Wasser mit Sonne oder Wolken. Auf jeder Tüte steht drauf, wofür die Farbe besonders geeignet ist. Mein Motto lautet, wechselt die Stelle, nicht den Köder. Wir müssen in Bewegung bleiben, um die Fische zu finden. Und wenn ihr erfahren möchtet, wo sich die Barsche am allerliebsten aufhalten, dann schaut euch gerne die zweite Folge der Lieblingsköder-Angelschule an. Da sprechen wir über Hotspots zum Barschangeln. Platz Nummer 4, die falsche Köderführung. Es gibt Angeleinsteiger, die werfen den Gummifisch einfach nur aus und kurbeln ihn durch. Das Durchkurbeln ist besonders beim Hechtangeln beliebt und effektiv und auch beim Barschangeln kann man das machen und damit Fische fangen. Es besteht aber immer das Risiko, dass man die Barsche überangelt. Wir müssen ja dahin gehen, wo die Barsche sind und wenn die Barsche unten am Grund stehen, dann muss auch unser Köder zum Grund. Als Angeleinsteiger muss man einmal verstehen, dass man mit dem Gummifisch die natürliche Beute der Räuber imitiert und zwar in allen Gewässertiefen, also dicht unter der Oberfläche, im Mittelwasser oder am Grund. Wir schwimmen durchs Gewässer, wir suchen am Grund nach Nahrung, wir flüchten und so weiter. Wir hatten euch gefragt, welche Folge bzw. welcher Tipp euch am allermeisten geholfen hat, erfolgreich auf Raubfische zu angeln. Und da haben viele geschrieben, ganz klar die Folge zur Köderführung. Diese Folge möchte ich euch wärmstens ans Herz legen, denn da zeigen wir ganz ausführlich, wie ihr euren Gummifisch durch Jiggen, Schleifen, Zupfen, Faulenzen, Twitchen zum Leben erweckt und dadurch dann deutlich mehr Fische fangt, als wenn ihr ausschließlich durchkurbelt. Platz Nummer 3, das falsche Timing. Es gibt bei Barschen, genau wie bei allen anderen Tieren auch,
Ruhephasen und Fressphasen, und zwar einmal aufs Jahr und einmal auf den Tag betrachtet. Für uns Angler ist interessant, die Fressphasen herauszufinden, also die Zeiten, an denen die Barsche besonders aktiv sind, denn dann können wir sie besonders leicht fangen. Aufs Jahr betrachtet gilt, dass Fische immer fressen müssen, weil sie ja Energie verbrauchen. Allerdings gibt es Peaks, an denen sie besonders viel oder besonders wenig Nahrung benötigen. Im Winter ist das Level relativ konstant. Im Frühjahr, wenn die Barsche laichen, haben wir einen Peak nach unten. Die Barsche fressen kaum noch, weil sie mit dem Laichgeschäft beschäftigt sind. Unmittelbar nach dem Laichen haben sie einen sehr hohen Energiebedarf. Jetzt setzt eine Fressphase ein. Im Sommer ist der Energiebedarf etwas niedriger, aber deutlich höher als im Winter. Und im Herbst, wenn die Barsche beginnen, ihre Fortpflanzungsprodukte auszubilden, haben wir auch nochmal einen deutlichen Anstieg des Nahrungsbedarfs. Die täglichen Fressphasen werden von Angelprofis auch gern als Beißfenster bezeichnet, weil es da besonders gut beißt. Und die sind unterschiedlich lang, das ist immer gewässer- und auch wetterabhängig. Wenn ihr an eurem Gewässer Beißfenster herausfinden möchtet, solltet ihr immer auf konstante Bedingungen achten. Also ein gleichbleibendes Wetter über mehrere Tage. Ein Wetterumschwung kann schnell dazu führen, dass sich ein Beißfenster schließt oder verändert. Im späten Frühjahr, Sommer und Herbst gibt es sogar eine Möglichkeit, um zu sehen, wann Barsche besonders aktiv sind. Und das ist im Rahmen einer Barschjagd. Bei einer Barschjagd treiben Barsche Jungfische bis an die Oberfläche, bis sie aus dem Wasser rausspringen. Wenn ein Jungfisch sich eine Fliege von der Wasseroberfläche holt, dann seht ihr so einen Ring auf dem Wasser. Wenn ein Fisch gejagt wird, dann springt er mehrmals aus dem Wasser raus. Wenn ihr das seht, wisst ihr, hier findet eine Barschjagd statt, jetzt sind die Barsche besonders aktiv. Mein abschließender Tipp zum Timing lautet, versucht an verschiedenen Tageszeiten angeln zu gehen. Wenn es am Mittag nicht klappt, probiert es in der Dämmerung, probiert es am Abend nochmal. Häufig setzt dann bei den Barschen eine richtige Fressphase ein. Und da ist der erste Fisch des Abends. Platz 2, Anhieb verpasst. Und Freunde, jetzt sind wir auf der Zielgeraden, jetzt wird es wirklich immer dramatischer. Zu diesem Punkt habe ich eine kleine Geschichte für euch. Unser Praktikant Max war mit seinen Angelfreunden Tim und Sascha zum Barschangeln unterwegs. Irgendwann sagt Tim, oh, ich glaube, ich hatte gerade einen Biss. Und dann sagt Sascha zu ihm, Tim, wenn du das nächste Mal glaubst, dass du einen Biss hast, dann sag es uns bitte nicht, sondern hau an. Was dann passiert ist, das seht ihr jetzt. Boah, Digga, das ist auf jeden Fall kein schlechter Fisch. Oder fischst du da eine 7 Gramm Rote? Ui. Nice, was auch immer da jetzt hochkommt, Alter. Ich freue mich. Ein dicker Barsch, Alter. Leute, Alter. Boah, das ist ein 45er. Oh, ein Fuffi, Alter. Boah, Junge. Was hast du denn hier veranstaltet? Was sagst du? Alter, ich glaub's nicht. Tim sagt so, ich hatte einen Biss. Ich sag so, Tim, weißt du, was da hilft? Nicht sagen, dass du einen Biss hattest, anschlagen. 2 Sekunden später, nice. Boom. Mein Tipp zu diesem Punkt lautet, egal ob ihr durchkurbelt oder am Grund angelt, wenn ihr etwas Rucken merkt oder an der Rutenspitze Rucken seht, setzt unbedingt den Anhieb, um den Fisch sicher zu haken und euren Traumfisch nicht zu verpassen. Lieber einmal mehr angehauen, als einmal zu wenig. Und auf Platz Nummer 1, Fehler bei Drill und Landung. Ihr habt den Köder richtig ausgewählt, montiert, sauber geführt, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habt den Anhieb gesetzt. Viele Angeleinsteiger wissen jetzt nicht, wie sie sich im Drill und in der Landung richtig verhalten sollen. Das ist jetzt eine aufregende Situation. Das Wichtigste ist erstmal Ruhe bewahren. Die Bremse eurer Rolle sollte niemals voll geschlossen sein. Ihr könnt sie ruhig ein bisschen öffnen, sodass man bei kräftigem Zug etwas Schnur abziehen kann. Beim Barschangeln habt ihr relativ viel Zeit. Alter, das ist ein Barsch. Nehmt euch die Zeit. Nee, oder? Es ist ein Barsch. Bleibt ganz entspannt. Ich glaube, es ist ein Barsch. Ein richtig großer Barsch. Haltet immer im Drill die Spannung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt holt ihr den Fisch zu euch ran. Aber korbelt ihn bitte nicht bis oben in die Rutenspitze rein. Also lasst da immer 2-3 Meter Platz. Wenn ihr ihn dran habt und am Ufer, haltet die Rute schön zur Seite oder nach oben. Und auf den letzten Metern empfiehlt es sich, den Kescher schon im Wasser zu haben. Im Idealfall habt ihr natürlich einen Freund dabei, der euch assistiert. Jens, Alter. Nein. Erst wenn sich der Barsch über dem Kescher befindet, zieht ihr den Kescher hoch. Und dann ist ganz wichtig, öffnet sofort den Rollenbügel, damit ihr Schnur nehmen könnt und legt erstmal die Rute irgendwo beiseite. Ich dachte, das ist ein Hecht, Junge. Jetzt habt ihr alle Zeit der Welt und könnt in aller Ruhe den Fisch versorgen, ohne die Rute zu beschädigen. Nee, ne? Ey, ich hab Gänsehaut. Was für ein Bulle. Das waren meiner Meinung nach die 10 häufigsten Einsteigerfehler beim Barschangeln mit dem Gummifisch. Und falls wir noch etwas vergessen haben, schreibt es jetzt gern unten in die Kommentare. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch einen kleinen Extra-Tipp für euch.
Falls ihr auf der Suche nach einem Angelgewässer für euren nächsten Angelausflug seid, dann schaut gerne mal auf monsterfisch.de vorbei. Hier habt ihr die Möglichkeit, eure Postleitzahl einzugeben und euch alle Gewässer im Umkreis anzeigen zu lassen. Und ihr könnt die Suchergebnisse filtern und euch nur Gewässer anzeigen lassen, in denen es Barsche gibt. Denn selbst wenn ihr beim Angeln alles richtig macht und dann trotzdem nichts fangt, dann kann es eigentlich nur noch am Gewässer liegen. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann liked, teilt und kommentiert gern unser Video und erzählt euren Freunden davon. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg am Wasser. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Jens von Lieblingsköder.